Zu Hause in Istanbul können Şevket Çelen und Gürkan diese Begeisterung nicht teilen. Die Aktivisten der türkischen Piratenpartei sind vielmehr entsetzt, seit Erdogan einen Gesetzesentwurf zur totalen Kontrolle des Internets im Parlament eingebracht hat. Die Türkei schafft sich gerade ihre eigene NSA und sie sichert das auch noch gesetzlich ab. Schon bislang werden rund 40.000 Internetseiten von der Telekom-Überwachungsbehörde gesperrt, hauptsächlich jugendgefährdende Pornografie. Doch was die Regierung noch weit mehr stört, sind Blogger und soziale Netzwerke. Internet, Twitter, Posts, wir haben doch bei den Gezi-Park-Protesten gesehen, wozu das führt. Die sind doch schuld daran, dass die Türkei nicht zur Ruhe kommt. Damit soll jetzt Schluss sein. Im Eilverfahren peitschte die Regierung ein Zensurgesetz durch den Parlamentsausschuss, das es in sich hat. Künftig sollen alle Bewegungen von Usern im Internet 2 Jahre zurückverfolgt werden können. Die Netzanbieter werden zur Weitergabe verpflichtet. Unter Berufung auf den Schutz von Persönlichkeitsrechten kann auch jede Website gesperrt werden. Fachleute sind entsetzt. Der Leiter der Überwachungsbehörde könnte dann aus freien Stücken entscheiden, ohne dass eine konkrete Beschwerde vorliegt, ob er eine Seite sperrt. Ohne jeden Gerichtsbeschluss. Der Willkür sind da Tür und Tor geöffnet. Der kreative Freiraum des Netzes, so die Piraten, soll eingeschränkt, Kritik an der Regierung unterdrückt werden. Karikaturen wie diese, die die Türkei als Erdogans Ein-Mann-Staat aufs Korn nehmen, künftig alles gesperrt. Die Regierung versucht damit auch belastende Details zum Korruptionsskandal, die immer wieder im Netz auftauchen, zu unterdrücken. Das soll unter Kontrolle gebracht werden. Tausende protestierten gegen diese geplante Zensur. Sie fordern die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze. Erdogan lässt das unbeeindruckt. Das wird unseren EU-Prozess sehr belasten, weil es nicht EU-Normen entspricht. Die Zensur wirft einfach ein schlechtes Licht auf die Türkei. Viel Gesprächsstoff für Erdogan und seine europäischen Partner.